So, jetzt haben wir hier wieder ein nächstes WoT-Let's Play. Wieder von Tiger gespielt mit seinem M18 Hellcat. ja, er hat ziemlich hohe Gegner, aber ja. Ist er jetzt AFK? Ja, am Anfang war er wahrscheinlich AFK. Ja, okay. Oder? Nein, er ist mit Teamkill. Ich glaube nicht so auf einem Ruckels weniger. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Naja, muss ich vielleicht noch ein bisschen rumprobieren. Bisschen Ruckels leider immer noch, aber. Ja, ich versuche schon, dass so wenig wie möglich ruckelt. Also 21 Bilder pro Sekunde jetzt gerade. Ja, gut. 24 oder mehr wären zwar perfekt, aber geht gerade irgendwie nicht. Leute, Tim schießt manchmal einfach so, ohne dass er eigentlich irgendwie ein wenigstens ein halbes Ziel hat, das er treffen kann. Ja. Geil. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das gewonnen oder verloren hat. Das hat er mir irgendwann mal gesagt, also das Let's Play ist schon älter. Er versorgt mich aber netterweise mit seinen WoT-LPs, weil, zumindest nicht LPs, sondern halt mit dem Replay-Dingen da. Weil, ja, das Spiel im Moment gerade ein bisschen mehr WoT als ich. Okay, seit ein paar Tagen habe ich jetzt auch wieder so richtig zum Suchten angefangen. Ansonsten spiele ich halt meistens so. Ja, LOL, Minecraft, Flife teilweise sogar. Wird es vielleicht auch bald ein neues Let's Play kommen. Könnte ich heute noch machen. LOL, wie er rumlackt. Ja, und dann sehen wir einfach mal. Und Toms Urlaubs-Special, weiß ich nicht, ob es aufgenommen hat und ob es überhaupt kommt. Er ist ein bisschen am überlegen, ob es macht und ob nicht. Und ja. Jetzt ein bisschen kamerascheu. Ja, vielleicht will ich, oder vielleicht will ich, ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Naja, auf alle Fälle habe ich vor, dass ich ein kleines Special-Video mache. Und zwar einmal vielleicht, ja, von uns, also so das Hintergrund, so die Berge, also, ja, wie es halt so in Bayern ist. Und, ja, wo ich vielleicht ein bisschen was erkläre, was ich halt noch so vorhabe in näherer Zukunft und ein bisschen was über mich sag. Und, ja, sowas habe ich vielleicht noch vor. Tom hat auch ein paar LPs noch vor. Ich glaube, was wollte ich denn machen? Ich glaube, darf ich gar nicht verraten. Ja, auf alle Fälle, was ich vorhab, kann ich schon sagen. Auf alle Fälle Minecraft noch eine Reihe, also, ja, nicht jetzt eine Reihe, aber, also, wo ich halt ein bisschen unregelmäßig und frei halt so spiele, ohne dass ich jetzt ein großes Let's Play draus mache, halt einfach nur, ja, irgendwie so, let's build, let's bauen, let's irgendwas. Und ja, sowas auf alle Fälle in der Art, weil viele von euch, oder nicht viele von euch, ja manche, so wie Bertha-Style oder so, haben halt wenig, ja, oder sind vielleicht nicht so kreativ und wissen halt vielleicht gar nicht, was in Minecraft zu machen sollen. Und ja, für die sind halt die Videos eigentlich auch so größtenteils gedacht. Also im Moment bin ich jetzt gerade in Minecraft, habe ich mir so eine Höhle genommen, so. Ja, wie groß ist die? Ja, gibt es in Minecraft eine Größeneinheit? Blöcke? Ja, vielleicht. Nee, kann man nicht schlecht sagen. Auf alle Fälle, die sich halt in drei so Arme aufteilt und nicht allzu groß, aber. Ja, schon größer als. Ja, schlecht zum Sagen einfach. Am besten ihr wartet und. Ja.
Lass dich überraschen. Da habe ich halt schon eine Baumfarm reingebaut, eine Kakaofarm, Pumpkinsfarm, also Kürbisfarm, Brotfarm, beziehungsweise keine direkte Brotfarm, sondern eine Getreidefarm. Was habe ich noch alles drin? Naja, ein Bett, drei Öfen, Crafting Box und eine, ja, halbe automatische Farm. Farm. Ja, halbe automatische Farm. Ja. Und wenn ich halt noch ein bisschen weiter bin, dann zeige ich euch das halt und ja, dann einfach anschauen und ja. Also für den unseren 100. Abonnenten, zumindest nicht 100. Abonnenten, sondern wenn wir 100 Abonnenten haben, dann werden wir ein Abonnenten-Special machen, an dem nur Abonnenten teilnehmen können. Was das ist, sind wir gerade noch ein bisschen am Überlegen und ja, rumdiskutieren und so, aber ja. Thermo ist jetzt gerade so killgeil und hilft ihm einen nicht. Könntet ihr das 3 so locker von hinten umloopen? Aber nein, er ist killgeil. Das macht es doch. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Der andere schießt ihn runter und er. Ja, man muss dazu sagen, er hat schon extremes Lack. Er lackt schon extrem rum. Und das 6er bei 8er so viele Kills machen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat gesagt, er hatte insgesamt 6 Kills oder so. Ja, bin ich auf alle Fälle gespannt, wie es weitergeht. Er sucht Artis, obwohl es keine Artis mehr gibt. Ja, wieso nicht? Oh Mann. 10 zu 10. Hat zwar viel einen Kill, aber Tim ist gerade irgendwie trotzdem besser. Wundert mich erstens schon mal und zum anderen, ja, wie low sind die oder Tims Teammitglieder eigentlich? Wie ein RL6 sogar ein paar Kills da holt und hier ein paar Achter 0 Kills machen. Eigentlich waren es überhaupt nur so die Loweren, die Kills gemacht haben. Ich finde es immer lustig bei Tim. Die hat meistens immer Full Life und alle anderen sind schon fast down oder sind schon down. Lol. Der holt sich doch jetzt wohl nicht, ja. Lol. Die Fernen ist wahrscheinlich AFK oder so. Nee, schießt. Der ging nicht durch. Ja, so kommt natürlich zu seinen 6 Kills. Aber ob die das noch gewinnen? Wenn er jetzt noch den Ferry killt, dann ja, sind auch immer noch 2 Gegner da. Aber mir kommt das Let's Play irgendwie schon bekannt vor. Aber ich hatte es noch nicht. Wahrscheinlich habe ich schon mal aufgenommen, aber gelöscht oder was weiß ich. Oha, ein Löwe. Das hatte ich jetzt nicht gemacht, lol. Oh oh. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Löwe ist unsichtbar, wie der Seebug. Der andere steht zwar direkt unter dem, aber ist unsichtbar. Wenn man seinen Panzer auch so schnell aus den Augen verliert. Aber das ist wieder die Logik. Diese Seabugs. Die sind teilweise echt schon ganz nervig. Ach, der Typ 59 ist schon down. Wo stand deine AMX? Boah.
Und dann selbst drauf gehen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Anschauen und würde mich über Likes, Kommentare oder Abos wie immer natürlich freuen.